Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Tomb Raider. Wir wollen. Okay. Wir wollen hier jetzt erstmal weiter. Ich glaube, wir müssen zurück aufs Schiff. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hab schon wieder länger nicht gezockt. Ja, doch, müssen wir. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. War auf jeden Fall sehr gut, dass diese Zieleinblendung in der ganzen Sequenz war. So, jetzt müssen wir, denke ich mal, da. Oh, wir müssen da irgendwo hin. Dann klettern wir mal hoch hier. Wow. Lol. Okay. Ich wollte nur gucken, nicht, dass die Sicht wieder so rumbackt. Wie in der vorletzten Folge. Oder ist das schon länger her? Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure. Mein Freund! Das war's mit Whitman. Aber finde ich ehrlich gesagt nicht mal schlimm. Moment. Haben wir hier auf der Seite vielleicht noch irgendwie was liegen? Nö. Okay, wir müssen also jetzt weiter. Hier gibt's nichts mehr. Da hat Whitman sich ordentlich verarschen lassen. Hätte er sich aber auch denken können. Eigentlich.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Die Sturmwache. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Moment. Okay. Heißt also, ich werde... wahrscheinlich die Shotgun brauchen. Die haben auch ziemlich gute Rüstung. Genau dafür werde ich die wahrscheinlich brauchen. Aber jetzt sollte ich mich erstmal nicht erwischen lassen. Haben wir hier noch irgendwas? Moment, da war was. Achso. Okay, ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Was ist dahinter? Ist da ein Gang? Da kann man durch, okay. Schön vorsichtig und leise. Scheiße. Sei still. Oh fuck. Was wird da gemacht? Oh Scheiße, sind das viele. Das werden immer mehr. Ich hoffe, ich kann hier weiter, ohne entdeckt zu werden. Was wird da gemacht? Schön unten bleiben. Bleib unten. Da oben sind noch ganz viele. Boah, was ist das für ein Riese? Ich kann da doch nicht einfach rüber marschieren, das sehen die doch. Und mich da dann langhangeln. Da unten sind doch bestimmt auch welche und die sehen das nicht. Das sehen die doch alle, wenn ich einfach rübergehe. Ich habe das Gefühl, da kommen unendlich mehr. Ich muss... rüber, als ob das sehen doch. Als ob die das nicht gesehen haben. Das sehen doch, da unten stehen doch auch welche. Kann die Sicht nicht verändern? Stehen, die müssten das sehen. Eigentlich. Und das hier müssten... das ist so genau. Wow. Wow. Scheiße, weg hier. Weg. Lauf! Es war, wenn ich da vor mir nicht sehen kann. Oh Scheiße. Die brauche ich immer noch nicht. Noch habe ich keinen... so langer Zeit. Ich weiß es nicht. Hier passiert so einiges Komisches, Mystisches. Okay, was? Nee. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat.
Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Ich denke mal, mit 208 kann ich nicht wirklich viel machen. Also so gar nichts. Okay. Etwas windig. Nein! Sam! Sam! Kann ich ihn nicht einfach erschießen? Gelaufen, aber ich muss hinten durch. Komm schon, ihr Schweine! Achtung, rechte Seite! Okay, die Muni brauche ich auf jeden Fall viel. Okay, schön vorsichtig. Nicht, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Kacke, nein, 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 nein. Scheiße. Das könnte hart werden. Muni. Nee, lohnt sich noch nicht. Nein, 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 nein. Aua. Ich hoffe, die Muni habe ich jetzt nicht verloren. Ich habe nur F gedrückt. Oh, Scheiße. Nein. Ich hab Angst, dass hinter mir welche kommen. Oh oh. Schon aufpassen hier. Nicht, dass hinter mir welche kommen. Hier noch so ein bisschen Muni aufsammeln. Die brauche ich nämlich. Oops. Die nehme ich gerne. Okay. Geschafft. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. Ich weiß nicht, ob da oben jetzt noch was war. Wow, 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 wow. Das war knapp. Wow. Komm.
habe ich ihn, glaube ich, nicht, oder? Ach komm, ich sehe dahinter keine Bewegung. Könnte sein, dass er tot ist. Wow, die Muni ist voll. Okay, Granaten. Wo sind die nächsten? Hä? Achso, ja, nee. Wo sind die nächsten? Granaten sind auf jeden Fall voll. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann von da vielleicht... Wow! Weiterkämpfen! Okay. Schön verbrannt. Gleich gebraten. Wow. Da. Nein. Komm, weiter hier rüber. Wo ist denn einer? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Autsch. Ich nutze erstmal die Waffe weiter. Oh fuck. Da wird die Shotgun zum Einsatz kommen. Und sie für mich wieder rumliegt. Kann ich die höchstwahrscheinlich auch gebrauchen. Auf einmal kann ich wieder stehen. Eben bin ich weggeflogen und jetzt kann ich stehen. Aber ich höre den noch, der wird wiederkommen. Das war nur die Tür, okay. Ja, für die Waffe Muni ist gut. Die habe ich ja jetzt erstmal am meisten benutzt. Werde ich auch weiterhin. Bis ich für die Waffe keine Muni mehr habe. Weil das ist eigentlich so, ja, die schlechteste Waffe, die ich habe. Erstmal die Muni dafür aufbrauchen. Also mit der kämpfen, bis alles gut ist. Das ist eine Arena. Boah, wie viele hier abgeschlachtet worden. Krass. Es
musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Whitman ist so ein Arschloch. Gut, dass er tot ist. Das tut mir einfach nicht leid, dass er gestorben ist. Okay. Weiter geht's hier in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren. Und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.